Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve. Und genau, wir waren aber letztes Mal hier in diesem Tunnel angekommen, beziehungsweise in der Kanalisation. Und haben schon einiges erforscht beim letzten Mal. Und jetzt gehen wir hier einfach mal weiter. Allerdings sehen wir hier den Ausgang schon von der Kanalisation. Das heißt, wir sind echt kurz vorm Ende, sozusagen. Und wir haben hier einige geile Items gekriegt. Wir kriegen noch mehr Items. Schaut euch das an. Leute, schaut euch das an. Medizin 3. Sehr gut. Und genau, wir haben eine sehr interessante Waffe gefunden beim letzten Mal. Die macht Burst-Schaden. Das heißt, sie trifft mehrere auf einmal. Und deswegen bin ich jetzt auf der Suche nach einem Tool, damit wir den Burst-Schaden in die eine Waffe tun können. Seht ihr, das hier war aber nämlich schon... Warum waren wir denn hier schon? Ja, genau, wir sind ja hier schon mal durchgestapft. Gut. Ansonsten ist ja hier nichts mehr, ne? Gut, Leute, dann haben wir tatsächlich beim letzten Mal die Kanalisation geschafft. Ja, ich meine, warum auch nicht, ne? Wir waren ja lang genug hier drin. Ziemlich genau eine halbe Stunde, um genau zu sein. Gut, Leute, ich glaube, dann haben wir alles hier in diesem Scheißbereich. Dann würde ich sagen, geh mal da hoch, Eier. Während die da hoch geht, das ist nämlich sehr langsam, bringe ich mal einen Schluck Apollinaris. Ganz genau, Leute. Und ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, ob hier irgendwas ist. Nein, okay. Ich brauche ein Tool, Leute. Ich würde ganz gerne diesen Burst-Schaden in meine andere starke Waffe packen. Das ist echt geil. So, da ist eine Kiste, Leute. Schauen wir uns mal, was da drin ist. Club 3. Naja gut, Club brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das ist ein Knüppel, Leute. Dann kann ich ja den anderen rausschmeißen. Oder wo ist der Club 2? Da oben ist der Club 2. Discard. So. Aber Club brauche ich eh nicht. Nutze ich nicht, Leute. Ein Kampf. Okay. Eine. Ja gut, wenn es nur ein Gegner ist, dann... Shit. Hat es doch getroffen. Wenn es nur eine Fledermaus ist, ist es ja nicht... Dann ist die Waffe eigentlich nutzlos. Aber wenn es halt mehrere Gegner sind, ne, dann ist klar, dann... Och, wie soll ich denn das machen bei dem? Okay, das ist jetzt echt doof. Auf so einem engen Gang... So eine scheiß Fledermaus hier. Das ist ja echt mies, ey. So. So, die hat zum Glück daneben geschossen, ey. So. Perfekt, Kür, die brauche ich nicht. So, diese Waffe hat einen Burst-Schaden, Leute. So. Werde ich definitiv reinmachen beim nächsten Mal. So. Beziehungsweise, wenn ich ein Tool finde, solange laufe ich jetzt halt noch damit rum. Oha. Schaut mal da, Leute, das ist auch überall dieser blutige Schleim. Das ist ja von Eve, ne? Das ist... Boah, sieht schon heftig aus, ja. Das sind die Zuschauer vom Central Park. Genau, Eve hat ja die Zuschauer vom Central Park in eine schleimige Masse verwandelt. Und da sind sie also. Ja, ja. Bisschen eklig, ne? Bisschen eklig ist das schon, ja. Aber gut, das ist halt Parasite Eve. Ich muss das Schleim aus dem Reservoir befördern, bevor es die ganze Stadt infiziert. Ja, das ist ein Plan, Eier. Allerdings gehe ich mal gerade mal hier runter. Gucken, was es hier gibt noch. Weil da oben müssen wir nämlich hin. Aber, wie gesagt, nochmal kurz gucken. Kommt bestimmt ein Kampf. Das ist ein Riesengebiet. Ja, seht ihr? Natürlich ist hier ein Kampf. Holy shit. Was ist das denn? Zwei Krokodile. Das war unser erster Endboss, Leute. So. So, zack, zack. Ah, die Gegner müssen aber in der Range sein schon. Ja, ja.
Ach, das ist eine Schrotflinte, ne? Das ist eine Schrot. Oh, 118 Schaden. So. Boah, Leute. Das ist ja wohl nicht mehr normal. Okay, dann hoffe ich mal, dass du jetzt beide triffst. Ja, sehr schön, Leute. So, sehr gut. Dann machen wir den. Das war unser erster Bosskampf. Jetzt sind das normale Gegner. Dein Ernst, Spiel? Dein Ernst? Anscheinend, ja. So, Leute. Da haben wir jetzt mal ein bisschen Schaden. Oh. Zwei Plus-Items. CA Evade und Range, Leute. Das ist echt geil. So. Range plus 1 nehme ich bitte auf. Welche war das denn? G3, genau. Den anderen auch auf die G3, bitte. Wo ist denn das? Da, C. Ah, ne, das ist ja für Weste. Okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, heile ich mich mal hier 3. So. Und dann gucke ich mal, was es hier gibt. Das war einfach nur so ein Bonusbereich, glaube ich. Ja? Ja, sieht so aus. Okay, dann war das halt ein... Ah, ein Stopp. Doch, das war ein Bonusbereich. Ah, Tool, perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Okay, gut. G3, A3. Und dann bitte ein Tool nehmen. Und diesen... Nein, 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 nein. Ich bin so aufgeregt. Und bitte, gib mir bitte diesen Burst-Schaden. Oh, geil. Geil, Leute. Geil, geil, geil. So, jetzt haben wir einen Erstschlag und Burst-Schaden und richtig guten Schaden. Alles klar. Darauf habe ich doch nur gewartet, ey. So, sehr, sehr geil. Dann machen wir mal weiter, würde ich sagen. So. Gut, liebe Leute. Dann... Was zur... Ah! Was zur Hölle? Egal. Gehen wir hier endlich raus aus dieser scheiß Kanalisation, ey. Das ist aber noch eine Kiste. Mitnehmen. Medizin 3. Sehr gut, Leute. Wir kriegen auch nur noch hohe Medizinen. Weil die Kleine, die bringt ja nichts mehr. Und ja, Leute, ist alles verschleimt. Oh. Ist so ein Kontrollraum oder so, ne? Was haben wir denn hier? Muss ich hier nicht irgendwas machen? Moment. Ah, nee, okay. Ah, was haben wir denn da? Da ist auf jeden Fall schon mal eine Kiste, Leute. 30 Ammo. Geil. Das ist auf jeden Fall schon mal... Ah. Ich könnte den Schleim aus dem Reservoir befördern, wenn ich das Kontrollpanel benutze. Die Masterstrom ist aus. Ja, mach den mal an. Pumpe 1 aktivieren. Hä? Dafür gibt es nicht genug Strom. Okay, Pumpe 2. Aha. Okay, was ist jetzt? Bäh, Alter. Wie geht? Ja gut, okay. Dann... Master Power is on. Pumpe 1, kann ich die jetzt aktivieren? Jetzt kann ich Pumpe 1 aktivieren. Kann ich das ausmachen? Das nervt nämlich. Gut, wir haben es geschafft. Nee, nicht speichern, bitte. Wo soll ich denn jetzt hin überhaupt? Ach da, da ist doch die Tür. Ja, genau. So. Cool, Leute. Alles klar, hier ist das Wasser weg, weil gerade eben war hier Wasser, Leute. Und ihr seht, der Schleim, der hat hier schon ordentlich was verwüstet. So. Und wir kommen endlich aus dieser Kanalisation raus, ey. Meine Güte. Das ist ja schon ordentlich. War hier nicht ein Item oder so? Ne, da ist eine Treppe auf jeden Fall, Leute. Würde ich sagen, gehen wir da einfach mal hin. Ich hoffe, wir sind jetzt echt raus hier, ey. Genug Kanalisation gehabt. So. Und? Was haben wir denn hier? Oh, Leute.
Leute. Cool, eine U-Bahn-Station. Wie geil. Wir sind endlich da raus, Leute. Oh mein Gott. Wir sind endlich da raus. Hier, schaut mal, Exit. Exit, da kommen wir nämlich auf die Karte, glaube ich, ne? Wenn wir jetzt hier rausgehen... Brauchst du einen Schlüssel? Okay. Da kommen wir, glaube ich, auf die Karte drauf, ja? Was zur... Was zur Hölle? Genau, Leute, wir sind in einer U-Bahn-Station. So, das ist natürlich mega geil. Oh, Brooklyn Bridge. CR Evade plus 2 direkt benutzen hier. So. Auf meine geile Weste hier, so zack. So, Leute. Und gut. Dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal den U-Bahn-Tunnel an hier. Meine Güte, wir sind schon echt weit, muss ich sagen. Range plus 1. Nimm das auf die Waffe. So. Die würde ich jetzt ganz gerne mal ausprobieren. Ich kann es kaum erwarten. Ey, Brooklyn Bridge, aha. Wir ziehen 3. Wir sind also an der Brooklyn Bridge. Interessant. Okay. Gut. Gibt es denn hier noch irgendwas? Gibt es hier auf der Seite noch irgendwas, was wir hier uns angucken können? Nö. Okay, dann würde ich mal sagen, Leute, geh mal raus. Geh mal in den U-Bahn-Tunnel rein. Das ist ungefährlich, weil ja jetzt keine Menschen hier sind. Da. Da ist eine Kiste auf jeden Fall. Das ist schon mal... Ah, und ein Kampf vorher, okay. Was denn für ein Kampf? Oh, neue Gegner. Schaut mal. Ah, der verschwindet. Was ist das denn? Was ist das denn? Ein Maulwurf. Oh mein Gott, Leute. 115 Schaden reingedrückt. Der ist erstmal hier. Zack. Ein Maulwurf. Und 77 Schaden. QP brauche ich nicht. Maulwürfe in der U-Bahn. Interessant. Okay, cool, Leute. So. Dann haben wir hier erstmal wieder voller Hitpoints. 30 Ammo schon mal, okay. Geil, Leute. Wir sind echt in der U-Bahn. In einem U-Bahn-Tunnel, ey. Zum Glück sind alle evakuiert. So, dann können wir... Aber jetzt erstmal einen Kampf. Bosskampf, Leute. Bosskampf. Oh, so. Ach du Scheiße. Ich bin vergiftet. Bosskampf. Wie viel zieht das ab? Ordentlich. Okay. Detox. Komm, machen Detox. Oh, der Boss ist, glaube ich, anstrengend. Den habe ich in einem Video gesehen, diesen Boss. Der ist, glaube ich, echt anstrengend. Ich bin verblindet. Toll. Cure D, bitte. Gib mir bitte Cure D. So. Scheiße, Mann. Okay, und einfach laufen. Aber warum trifft das denn immer? So, 123 Schaden verteilt. QRP. Mach das Gift weg. Meine Güte, das kann es ja wohl echt nicht sein. So. Ein Autozauber habe ich nämlich drin, ne? Genau. Ein Autozauber habe ich drin. So. 300 Schaden schon reingedrückt. Der Gegner ist nämlich echt anstrengend. So. Da ist wieder ein... da war wieder ein Soundbug. So, 82, Leute. So, und weiter. Einfach drauf da. So. Los. Ich... Ah! So, okay, sehr gut. Der vierteilt sich jetzt nämlich. Genau, den Gegner kenne ich noch, Leute. Der vierteilt sich. Und der... Aber mit dem... Hä? Warum mache ich keinen Burst-Schaden? Hallo? Och, Leute, warum mache ich denn keinen Burst-Schaden? Das ist nämlich mega nervig. Seht ihr das? Oh, 123 Schaden. Das ist schon ordentlich. Aber... Also, jetzt habe ich komischerweise Burst-Schaden gemacht. So, einer ist weg, Leute. Einer ist weg. Ich habe ja Autozauber drin, ne? Glaube ich zumindest. Ich habe... Weste? Ich habe einen Autozauber drin, ja. Genau, Leute. Ja, wobei, der hat jetzt meine Medizin 4 benutzt. Das ist natürlich... Oh! Der Burst-Schaden hilft hier schon enorm, ja. Oh, das war's schon! Okay. Den habe ich anstrengender in Erinnerung. Den habe ich definitiv anstrengender in Erinnerung. Okay, geil.
Leute. So, dann würde ich sagen, jetzt wird's geil. Weil hier ist ein Bonusgebiet. Schaut euch das an. Wir sind hier in diesem U-Bahn-Zug. Und wir haben einen Bonus hier drin. Schaut euch das an. Zwei Kisten. Ein B-Protektor. Ein Tool. Wir können hier ordentlich loslegen, Leute. Noch eine Kiste. Noch ein Tool. So, dann schauen wir uns mal unser Inventar an. Wir haben eine neue Waffe gekriegt. Was haben wir denn da? Wir haben... Die war das? Nee. War das die? Doch, das war die, Leute. Dieser Granatenwerfer. Aber Frage ist, soll ich den reinmachen, die Granate? Und wir haben aber auch eine neue Weste gekriegt hier. Aber die ist nix. Die ist nix hier. Das ist ein Fall für Werte. Gut. Die Waffe auf jeden Fall. Die Waffe, mit was denn? Dreifachschuss. Dreifachschuss, das ist gut, Leute. Oder? 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 Zweifachschuss würde auch schon reichen, Leute. Mir reicht ein Zweifachschuss. Mir reicht ein Zweifachschuss, ohne Scheiß. Weil, wie gesagt, ich möchte gerne mich viel bewegen können. So, was haben wir da noch für Dinger? Was ist das denn? Frosteffekt. Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich habe keinen Empty Slot. Da müsste ich erstmal ins Polizeirevier für. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Frosteffekt. Das ist auch cool, muss ich sagen. Boah, wir haben so viel Auswahlmöglichkeiten hier. Die SG-550. Das war ja meine alte Waffe, ne? Die werde ich aber wegschmeißen, ja. Die werde ich wegschmeißen, Leute. Boah. Ja, okay. Cool. Der U-Bahn-Zug hier hat sich definitiv gelohnt. Wenn wir im Polizeirevier sind, kann ich das, oder? Ja, da kann ich diesen... Durch die Trading Card kann ich da einen Zauber rausnehmen, genau. Beziehungsweise einen Blocker. Dann werde ich da diesen Eiseffekt reinmachen, ganz genau. So. Ja, coole U-Bahn hier. Moment, aber was brauchen wir denn da für einen Schlüssel? Ja, wir brauchen doch da eigentlich einen Schlüssel, ne? Aber wieso braucht man denn da einen Schlüssel, sagt mal. Ich gehe mal wieder zurück. Vielleicht habe ich den ja da hinten übersehen oder so. Oh Gott. Okay, aber ich kann ja direkt schießen. Haha, Doppelschaden. Ja, sehr geil. Okay, ich hätte da am besten Cure. Die machen sollen. Ich habe kein QD mehr. Oh nein. Ja gut, da muss ich jetzt halt abwarten. Ja, einfach ausweichen, der Scheiße. So, nein, das reicht nicht. So, jetzt. Dann machen wir Doppelschaden. So, sehr cool, Leute. So, und Doppelschaden. Geil. Das ist so Hammer mit dem Doppelschaden. Ich sage es euch. Viel angenehmer. So, und... Was? Der ist noch nicht kaputt? Ja gut, die Schüsse an sich, die machen jetzt halt wieder weniger Schaden, ne? Ja, nimm mit, komm. Vielleicht brauche ich das nochmal, Kill die. Wer weiß. So, dann 611 Hitpoints. Schaut euch das an. Boah, wir werden immer stärker, Leute. 611 ist schon ordentlich. Geil, Leute. So, hier muss doch irgendwo ein Schlüssel sein. Ach, Quatsch, 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 Quatsch. Ich glaube, ich weiß, wo der Schlüssel ist. Hm? Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal in die andere Richtung. Kommen jetzt die Gegner nochmal? Oh, nö, die kommen nochmal. Ja gut, dann halt nochmal, komm. Ich vergesse immer, dass ich Erstschlag habe, ne? Ich warte immer. So, dann nochmal QD, bitte. So. Gut, Leute. Alles klar. Dann einfach ausweichen der Scheiße. Ach, Mann. Oder obwohl, doch, hat geklappt. So. Dann macht bitte Doppelschaden. Ja, sehr gut. Und den da am besten direkt platt machen. So, sehr gut, Leute. Gut. Alles klar, dann... So. Dann zweifach Schuss. 102 Schaden gemacht und der lebt immer noch.
Das gibt's ja wohl nicht. Und so. Maulwurf, ey. So. Da ist er down. Das Zeug brauche ich aber nicht. QD und QP brauche ich nicht, Leute. Weil ich glaube, jetzt haben wir es geschafft mit den scheiß Fledermäusen. So, wir müssen nämlich da oben raus. Ganz genau. Wir müssen erstmal da oben durch. So. Genau, da hatten wir hier diesen Boss. Den haben wir aber erstaunlich gut besiegt, muss ich sagen. Den habe ich stressiger in Erinnerung. Oh, schau mal, wir sind tatsächlich an dieser Brooklyn Bridge. Okay, Leute. Maedas Weg hat uns also hierhin geführt. Oh, was zur... Da ist ein Polizist. Ein Toter. Torschlüssel, seht ihr? Den brauchten wir nämlich. Der Schleim zieht weiter Richtung... Richtung? Das Museum! Ja, das war klar, Leute. Das war klar, dass wir da im Museum nochmal hin müssen, ey. Verdammt. Oh, schaut mal da, Leute. Wir müssen CD2 einlegen. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir bei über der Hälfte des Spiels und dann mache ich das mal. Allerdings hoffe ich mal, dass das so funktioniert. Also dann sage ich mal kurz bis gleich. So, da bin ich wieder. Es hat tatsächlich funktioniert. So, super. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal weiter. Wir müssen zurück zum U-Bahn-Tunnel. Und dann Richtung Museum. Genau, Leute, weil da ja der Schleim sich hinbewegt hat. Okay, alles klar, dann würde ich sagen. Geh nochmal zurück bitte in die U-Bahn. Und ja, wir kommen dem Ende, glaube ich, immer näher. Also die zweite CD ist kürzer als die erste, meine ich sogar. Weil es halt mehr Cutscenes gibt. Warum habe ich keinen Erstschlag? Habe ich den rausgemacht? Warum habe ich keinen Erstschlag? Moment, das muss ich gleich nochmal gucken. Warum habe ich keinen Erstschlag mehr? Ist der jetzt verschütt gegangen oder was? QP, ja komm. Leute, das muss ich gerade nochmal gucken. Warum habe ich keinen Erstschlag? Moment. Change Weapon. Hab ich doch. Wieso, muss ich eben warten? Naja, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall einen Erstschlag drinne. So, Leute, dann würde ich mal sagen, gehen wir hier hoch, Eier. Gehen wir hoch, gehen wir hoch. Hallo? So. Was zu... Einmal rumgedreht, ey. So. Und dann hier rein. Dann haben wir noch 7 Minuten, um was Neues zu erleben hier. Meine Güte. So, da können wir jetzt nämlich hin. Genau, wir können raus, Leute. Auf die Karte. Ganz genau, würde ich sagen. So, wir sind wieder auf unserer Kartenübersicht. Allerdings würde ich sagen, gehe ich erstmal ins Polizeirevier, bevor wir ins Museum gehen. Und packen wir mal eben diesen einen Zauberer noch mit rein in die Waffe. So, wir müssen nämlich direkt ins Museum. So, jetzt ist jetzt erstmal wieder ein bisschen entspannter. Aber nicht so lange. Weil wir werden dann echt schon zum Museum gehen. Also es ist wirklich nicht mehr so viel von dem Spiel. Das wäre schade, wenn es so schnell vorbei wäre. Aber das Museum wird nochmal groß, Leute. Das kann ich euch jetzt schon sagen. So, da ist eine Kiste. Ist da Muni drin? Da ist wieder eine Muni drin. Cool. Hi, Wayne. Yo, brauchst du irgendwas? Sehr gerne. T-Card Collection. Ah, Tune-Up Weapon, genau. So. Ja, dafür brauchen wir ja diese Trading Card. Welche Waffe? Das ist dann diese hier. Und einmal ein Slot Add-in. Perfekt, Leute. Perfekt. Dann kann ich da nämlich gleich diesen Eiszauber reinmachen. Mal gucken, was der bringt. Hier. Nothing. Okay. Discard Junk. Haben wir nicht. Store Items. Ja, da kann ich mal ein paar Sachen ablegen. Die Majocke zum Beispiel. Den Warehouse Key, den brauchen wir nicht mehr. Die ganzen Schlüssel, Leute, schaut euch das an. So, Special Items hier. So, Narita brauche ich auch nicht. Ich weiß nicht, was die bringen sollen. Hä? Warum kann ich das nicht? Na gut, egal.
Ansonsten, QAD brauche ich nicht. QAM brauche ich nicht. QP. Diese ganzen Cure-Dinger, ey. Die brauche ich alle nicht. Ja, cool. Store Item. Ah, das ist. Das Narita ist hier. Aber warum dann. Warum kann ich das nicht ablegen? Das ist irgendwie bescheuert, aber gut. Store Equipment. Oh ja, die ganzen Waffen mal rausnehmen. Die raus. Reload. Armor Crate. Nee, bitte rausnehmen, die Muni. So. Und dann rausmachen die Waffe. So. Dann den SP-Protektor. Move. Die Raketen, die brauche ich. Reload mit dieser Muni. Die Muni rausziehen und die Waffe weg. Ein bisschen Item-Gefrickel hier. Aber muss auch mal sein. So. Muni 0 und raus damit. Ich brauche Inventarplatz. Oh Mann. So, Club 3 kann ich ja nicht move, ne? Okay, B-Protektor kann auch weg, den brauche ich auch nicht. Ansonsten haben wir es doch. So, Sword. So, liebe Leute. Gut, perfekt. Ich darf jederzeit zurück. Ja, das ist natürlich super. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch einmal kurz unsere Waffe. Diese Waffe. Shit. Shit. Ich habe die eine Waffe da reingepackt, ey. Mit dem Zauber. Ah, mit dem Eiszauber. Ja, verdammt. Sorry, Wayne, ich muss dich nochmal stören kurz. Store Equipment. Was war das denn für eine Waffe? Ich weiß nicht mehr, welche Waffe das war. Okay. Move. Schade. Egal. Welche Waffe war denn das jetzt? Ich glaube, das war die. Move. So. Ja, komm, ist gut. So, war das die? Das war die, genau. Okay, super. Dann kann ich der Zelda jetzt diesen Eiszauber reinmachen. Mal gucken, was der bringt im Museum. Und dann würde ich sagen, ist die Folge leider auch schon wieder vorbei. Ja, das ist... So. Dann nimm dir bitte diesen Eiszauber. So. Dann haben wir jetzt eine richtig geile Waffe, Leute. Schau, es sind 4 Zauber drin. Richtig gut. Doppelschuss, Erstschlag. Einfrieren, hoffe ich mal. Hoffe ich mal. Und verteilter Schaden. Ja, das ist schon geil. Und mein Verteidigungswert kann sich auch sehen lassen. Gut, liebe Leute. Würde ich sagen, gehen wir noch kurz zum Museum. Beziehungsweise fahren wir kurz hin auf der Karte. Und dann ist leider auch schon wieder vorbei für diese Woche. Meine Güte, es ging echt wieder schnell, ey. So. Alles klar. Gut, liebe Leute, dann gehen wir ins Museum. Da, zack, Museum zum Schleim. Genau. So. Was wollen die eigentlich immer in dem Museum, ey? Naja, gut. Alles klar, liebe Leute, dann sind wir hier richtig. Und bevor ich da jetzt reingehe, würde ich sagen, muss ich die Folge leider beenden. Wir sehen dann beim nächsten Mal, wie es da weitergeht. Nein, um Gottes Willen, noch nicht rein. Verdammt. Egal, das ist ein guter Abschnitt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Leute, dann lasst mal doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen und dann sehen wir beim nächsten Mal, was hier im Museum abgeht. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.